Moin Leute und herzlich willkommen zur 200. Folge vom Fußballmanager 2013 mit Polonia Bittum. Ja, super, dass du so weit gekommen bist. 200 Folgen. Und ja, ich habe einen ganz edlen Gast in meiner Startaufstellung, Enzo Zidane. Das ist tatsächlich der Sohn von Zinedine Zidane. Ja, wer die letzte Folge mitgekriegt hat, er hat gesehen, dass der Junge zu realisieren wäre und ablösefrei zu uns kommt, weil er vereinslos war. Ich glaube 900.000 Gehalt kassiert, 2 Jahre plus 2 Jahre Option für uns und ja, 8 Sterne, 20 Jahre und spielt jetzt für Polonia Bittum. Der junge Mann war in der Jugend, war er glaube ich in der zweiten Mannschaft von Real Madrid. Und ja, wurde dann irgendwie nicht übernommen, hat keinen Vertrag gekriegt, wie auch immer. Aber mal gucken, was er hier bringt. Ballesa an den Außenpfosten, ey. Ah. Okay, gut. Zurück zum Spiel. Knapp 10 Minuten rum. Wir haben eine dicke Chance gehabt. Aber nass. Verliert den Ball auch wieder, scheiße. Wow. Alles klar. Gut. Ja, die... Oh, Vorteil laufen lassen. Ein lieber Scholli. Glück gehabt. Ah, Wrocław kommt. Ecke lang, aber da wird nix. Schlechte Ecke. So, Zidane zum ersten Mal am Ball. Oh, schön beteiligt. Oh. Wollte ins lange Eck zirkeln. Hat es leider nicht ganz geschafft. Oh, Cheek, schön. Zidane schon wieder. Oh. Ah, ist alles okay. Hat noch nichts zu sagen. Da ist er wieder. Zidane. Nochmal Zidane. Schön nachgesetzt. Hähnen. Ballesa. Ah. Zidane nochmal. Da muss ich auch erstmal einspielen, der Zidane. Das ist alles kein Problem. Da ist er in der Aufnahme. Cheek, schön ausgetanzt. Völlig frei. Und nach hinten. Yes! Hammer geil gemacht. Sehr schön. Guck mal, zack, ins lange Eck. Herrlich gemacht. 1-0 führen wir. Ah, schön weggefaustet, sehr schön. Ah, Einwurf, Suarez, kommt nicht ganz ran, aber macht auch nichts. Total verunglückte Flanke. Der Cheek, sehr geiler Mann, der Cheek, genauso wie Suarez. Innen kann sich nicht durchsetzen. Banas, komm, geh ran. Oh, der Banas geht. Oh. Das ist ein bisschen kacke bei dem Spiel, weil wenn der eine. Wenn der Vordermann sozusagen in den Zweikampf reingeht, schaut der andere einfach nur zu. Es sei denn, es geht wirklich. Er ist wirklich ganz, ganz nah an dem Gegenspieler. Oder die anderen Spieler sind ganz nah am Gegenspieler, dann greifen sie gemeinsam an. Oh! Alter Verwalter. Cheek, Zidane. Schön gemacht auf alle Sachen. Hähne lässt alle austanzen. Ah. Leck mich am Arsch. So, Banas, schön. Ah, scheiße, kommt nicht mehr ran, aber noch ein Zweikampf. Komm. Ja, die kommt zum Abschluss, aber das ist irgendwie nicht so ganz gefährlich. Gut, 1-0 in die Pause. Wir hatten mehr Chancen, der Gegner hatte, aber hat drei Schüsse, ja. Die sag ich jetzt mal nicht direkt aufs Tor ging, aber war schon gefährlich. Ja, die Innenverteidigung geht so.
Motivieren wir mal den neuen. Innenverteidigung motivieren. Ein bisschen frisch machen. So, lasse ich die erstmal, die Jungs, laufen. So, Valesa, Valesa. Oh. Suarez, Suarez lässt. Oh, schade. Okay. In Verteidigung steht. Also dann kommt nicht ganz ran. Banas. Sehr schön, Kumbes. Ja, die Zidane. Komm. Oh. Wollte den langen Ball spielen. Oh, klasse Parade von Grant Beck. Das war aber auch wie aus der Pistole geschossen. Ah, Grant Beck ist da. Sehr schön. Aber kein guter Abschlag. Oh. Das hätte auch in die Hose gehen können. Cheek, schönes Ding. Konter und jetzt war er. Oh Mann. Elfmeter oder was? Schwer zu sagen. Jupp, Elfmeter. Och. Komm, ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh, nee. Luft ist Cheek schon wieder mit einer 2,5. Gehen wir mal ein bisschen offensiver. Ja, die geht zentral. Setzen wir mal Kuharczyk ein. Und Kopunui, damit ihr die Note saved. Oh, das war schon mal fast gut. Und Zidane mit einem langen Ball. Aha, abseits, schade. Ich schaue mir nochmal an. Hier irgendwo soll der Erfahrungsstand abzulesen sein. Aufstellungsbildschirm stand da. Das ist der Aufstellungsbildschirm. Habe ich tatsächlich nichts zu sehen. Positionsschnell, Spielerbilder, Spiel, ne? Da. Ah. Erfahrung. Das ist hier 750, das ist... Ja, warte mal. 750, was sollen diese 750 bedeuten? 556 56 46. Okay, das hat einfach nur was hier damit zu tun. Aber plus 2. Erfahrungsgewinne während des Spiels. Erfahrung 2. Erprobt 2. Erste Erfahrung. Ach so, das ist die Stufe.
Und das ist die Erfahrung, die man von punktemäßig kriegt, also 2. Jetzt haben wir's. Gut, Jungs. Frische Leute. Es muss was gehen. Vor allem im Sturm. Mit Kuharczyk, neuer Mann. Der kann laufen. Oh. Alter Schwede. Jupp, klares Abseits. Boah, wir haben aber ganz schön Probleme, du. Liegt an der 200. Folge, ganz klar. So, Walesa. Walesa verliert den Ball, das kennen wir doch gar nicht von ihm. So, Yadi, Zidane, Walesa und jetzt Kuharczyk. Oh, so ein leichter Ballverlust. Jungs, Jungs, Jungs. So, Suarez lässt sich austanzen. So, Walesa, Kuharczyk. Oh, schon wieder. Zidane, oh, lässt sich so umprügeln. Nochmal, Zidane, Walesa, Kuharczyk! Oh, das erlösende 2-0. Na, geht doch. Klasse gemacht. Spitzenmäßig. Suarez gestört. Binting ist da. Kuharczyk, Walesa. Und jetzt ist das 3-0 da. Ach, man hat sich das erkämpft. Man hat sich das ganz klar erkämpft. 3-0. Ist vielleicht ein Ticken zu hoch, aber... Ja, insgesamt haben wir auch die schöneren Aktionen gehabt. 3-0 gegen Śląsk Wrocław, die ein gutes Spiel gemacht haben. Auf jeden Fall. Ja, braucht euch nicht so abfeiern. Die Gegner hatten nur 1 aufs Tor, aber 8 Schüsse insgesamt. Ist jetzt nicht so schlecht, ne? Jenen da noch mit dem 1-0. Hat er auch viele Chancen. So. Verteidigung war in Ordnung mit der 3. Suarez leider nur mit der 3,5. Dafür Kumpes mit der 2,5. Luftus Cheek mit der 2,5. Kami Walesa mit einer 2,5. Kuharczyk kam rein wieder mit einer 2,5. Sehr schön. Zidane mit seinem Einstand mit einer 3. Aber er muss noch ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Also das ist noch nicht so alles in Stein gemeißelt. Aber Zidane ist halt Zidane, ne? Der Name macht schon viel aus. Aber 3 Gegentore. 3 Gegentore. Das ist richtig stark. Und das ist das, was am Ende zählt. Okay, Co-Trainer verbessert sich. Die letzten beiden auch nochmal eben losschicken. Ja, Enzo. Mal gucken, wie er sich entwickelt. Ist ganz wichtig. So, Hörwig. Oh, geht bergauf mit ihm. Sieht alles sehr, sehr schön aus. Als nächstes gegen Basel. Oha. Spulen wir mal vor. Erinnerst du sie dann hier? Was soll das denn heißen?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh, Talentsuche. Oh. Fedorowski. Aber wie man sieht, alles nur 4 Sterne. Dadurch, dass wir die ganzen Jungs hier mitnehmen. Man kann natürlich nicht, je mehr man du von 4 Sternen hast, dass du irgendwie den Durchschnitt steigerst. Mehr als 4 geht nicht. Zurzeit, wenn du nur 4er hast. Zwischendurch wird mal wahrscheinlich ein 5er kommen oder so, und dann steigert sich das immer mal wieder. Aber das ist ein Linksverteidiger. Den packe ich mal rein. Das sieht alles ganz gut aus. Wir können uns ja mal die Ergebnisse angucken. Reserve, 5 Siege, macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay, die erste Mannschaft. 8 Punkte nur. 295, stärkste Mannschaft. Aber kommt nicht in die Gänge. Wie ist das möglich? Liegt's am fehlenden Außenverteidiger? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich gucke jedes Mal. Oder am Keeper. So. So müsste das besser aussehen. Schauen wir uns mal die zweite Mannschaft an. Die B-Jugend. Sind wir auch stärkste Truppe. Aber haben schon 2 Niederlagen kassiert. 10 Punkte. Ich glaube, wir müssen einfach mehr aufpassen, dass die ganzen Sachen nicht durcheinander geraten. Weil von der Gesamtstärke sind wir dann doch total überlegen. Muss man aufpassen. Okay. Spulen wir nochmal vor. Richtung Basel. Ja, wir haben richtig heftigen Gegner. 806. Wie mit Enzo Zidane auf dem Platz. Aber den werde ich wahrscheinlich erstmal nicht einsetzen. Koponui Sehnreizung, 23.10. Toll. Genau das, was ich jetzt brauche. Zidane, Wolski. Ist alles ganz okay. Außenverteidiger gute Form, Innenverteidiger auch eine vernünftige Form. Ey, das müsste eigentlich ganz gut laufen. Hörweg lasse ich jetzt noch drinne. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm, weil ich ihm einfach vertraue. Ist einfach so.
Das wird schon laufen. Kumbes hat sonst auch immer funktioniert, auch sehr gut drauf. Das macht er schon. Die Frage ist, Karczyk oder Hähnen? Minus 95, ey, das ist ja richtig heftig. Karczyk oder Hähnen? Ich bleib mal bei Hähnen. Und Kumbes oder Seiler? Da bleibe ich, glaube ich, bei Seiler. Bei Kumbes. Oder weißt du was? Ich gehe, glaube ich, kein Risiko ein. Defensive Mittelfeldspiel ist immer ganz, ganz wichtig. Wir können ja mal einfach mal ganz kurz gucken, was die die Konkurrenzligen so veranstalten. Schauen wir uns einfach mal so zum Beispiel Belgien an. Anderlecht 7 Siege, ein Unentschieden. Bei 8 Spielen. Deutschland. Dortmund erster, Pokalsieger, Meister. Also, Meister. Bayern als Meister zweiter. Punkt gleich. Dritter schon Hoffenheim. Leverkusen vierter. Wir sind so am Absteiger. Oh, Hertha Abstiegsplatz. Der erste FC Köln mal wieder irgendwo in der zweiten Liga. Aber wo ist er denn? Boah, und dann auch noch im 13. Platz. England, Chelsea, vorne, vor Arsenal, City, Liverpool und United. Newcastle United. Manchester United nur auf dem 7. Frankreich, oh. Nantes soll das, glaube ich, heißen oder so. Vor Paris Saint-Germain und Bordeaux. Montpellier. Auf dem 3. Und Olympique Lyon. Auf dem 5. Platz. So, Italien. Oha, Mailand nur auf dem 6. Juve nur auf dem 8. Inter nur auf dem 10. Rom nur 17. Holländer, Feyenoord, erster vor Twente, Alkmaar, Eindhoven und Groningen, also quasi alle auf dem 1. Platz, alle 5, nicht schlecht. Polen ist klar, das sind wir. Portugal, Lissabon erster, oh, SC, Beira-Mar, was sind das denn für Leute? Der Pokalsieger, nicht schlecht. Porto nur 3. Sporting auch nur 7. So, die Schweiz, nach 9 Spieltagen, Zürich auf dem 1. Platz, Basel auf dem 2. Meister und Pokalsieger. Wie ich mitgekriegt habe, die spielen 4-mal hintereinander gegeneinander, also die spielen 4-mal in einer Saison gegeneinander. Das ist nicht schlecht. Spanien, Real Madrid. So, mit keiner Niederlage, weil sie Barca hat und mit 3 Punkten zurückliegen. Haben eine schlechtere Offensive, aber bessere Verteidigung als Real. Oh, Saragossa auf dem 3., Malaga auf dem 4., Atletico nur auf 5. Atletico Bilbao auch nur auf 7, Sevilla auf 8, Valencia auch nur auf 10. Deportivo La Coruña war auch mal richtig stark. Ja, USA, da kenne ich mich eher weniger aus. Aber New York Red Bulls. So, Sturm Graz in Österreich. Immer noch erster. Deutlich.
die deutlichsten bisher in den ganzen Ligen, vor Rapid Wien, Austria Wien, Mödling. Ja, das war's. Ja, warte mal. Genau. So. Ich werde vor dem Spiel noch mit den Leuten schnacken, motivieren, damit die auch top moralisiert sind. Und ja, dann gehen wir ins Basel-Match. Ja, in die Schweizer. Und das wird interessant, wie wir uns das schlagen. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder rein. Das war Folge 200 mit Enzo. Ja, er ist auf der Bank. Wir werden ihn, denke ich, mal in der nächsten Folge einsetzen. So, Leute, das war's für heute. Haut rein.